Die Datis IT Services ist ein regionaler Rechenzentrumsdienstleister mit Sitz in Mannheim. Wir besitzen zwei eigene Rechenzentren und sind seit dem Jahr 2011 ISO 27001 zertifiziert. Seit 1969 betreuen wir mit im Moment 35 Mitarbeitern etwa 25 mittelständische Kunden aus so verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Softwareentwicklung. Als Rechenzentrumsdienstleister brauchen wir eine sichere und stabile, aber gleichzeitig flexible Technologie, damit wir auf die einzelnen besonderen Bedürfnisse unserer Kunden genau eingehen können und eine optimale Dienstleistung bieten zu können. An der Virtualisierung kommt man im Rechenzentrum heutzutage überhaupt nicht mehr vorbei. Und warum sollte man das auch wollen? Weil mit der Virtualisierung man eine derartige Flexibilität erreicht. Um das Gleiche mit physischen Maschinen zu erreichen, bräuchte man einen immensen Hardware- und Personaleinsatz, den man heutzutage gar nicht mehr leisten kann. Mit der Virtualisierung kann man große Mengen an VMs und Virtual Appliances und anderen Infrastrukturelementen mit relativ einfachen Mitteln überwachen und managen. Wir setzen zurzeit die VMware vSphere Enterprise Edition, VMware View und die vShield Endpoint Security ein. Die vSphere Enterprise Edition ist bei uns quasi die Basis für die gesamte Infrastruktur. Das heißt, darauf laufen unsere VMs, da laufen Virtual Appliances für die verschiedensten Zwecke. Zusätzlich nutzen Kunden von uns VMware View als Lösung für Bring Your Own Device. Weil es einige Kunden gibt, deren Mitarbeiter gerne mit ihren eigenen Geräten arbeiten wollen. Und das können sie halt, weil wir ihnen die Möglichkeit geben, auf die virtuellen Maschinen in unserem Rechenzentrum zuzugreifen. Die Entscheidung für den Marktführer VMware fiel bei uns 2006, als entscheidende Leistungsmerkmale, wie beispielsweise das Umziehen einer VM von einer Hardware auf die andere im laufenden Betrieb, nur von VMware geleistet werden konnten. Seitdem hat VMware seine Vorreiterrolle stetig gehalten und so, dass wir von uns sagen können, dass sich diese Entscheidung für uns sehr gut bewährt hat. In unserem Rechenzentrum haben wir verschiedene Kunden und die jeweils verschiedene Grade der Virtualisierung haben. Einige Kunden sind zu 100% virtualisiert, das heißt sämtliche Serversysteme und auch bestimmte Netzwerkkomponenten laufen als VMs auf unserer virtuellen Infrastruktur. Des Weiteren nutzen etliche unserer Kunden virtuelle Desktops und haben in ihren Büroräumen sämtliche PCs abgebaut und durch Thin- und Zero-Clients ersetzt. Als wir im Jahre 2006 mit der Virtualisierung bei einem Kunden angefangen haben, waren dort zwei Administratoren zuständig für ungefähr 25 Serversysteme. Mittlerweile betreuen wir den gleichen Kunden mit 4 Administratoren, aber wir betreuen damit über 1000 VMs. Ich denke, dass in den nächsten Jahren im Rechenzentrum die Hardware immer weiter in den Hintergrund gerät und die Software bzw. ein softwaredefiniertes Rechenzentrum immer wichtiger wird, einfach um die geforderte Agilität zu besitzen. Außerdem denke ich, dass das Thema IT-Sicherheit einen immer größeren Stellenwert bekommen wird. Die Kunden fragen sich immer mehr, wo liegen meine Daten, sind meine Daten dort sicher, wo sie sind? In dieser Situation können wir als regionale Rechenzentrumsdienstleister natürlich unseren Kunden einen besonderen Service anbieten, weil wir können jederzeit sagen, deine Daten sind bei dir in deiner Region.